freue ich mich, dass ihr immer noch am Start seid. Wir schauen uns jetzt das Video von Gnu an. Seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Der neue kranke Trend aus Hollywood. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich weiß nicht mal mehr das Thumbnail, was jetzt, ja, was jetzt passieren wird. Deswegen mal schauen, let's go. Ein Video und zum neuesten Schrei in Hollywood, was Schönheitsoperationen angeht. Dieser Eingriff, über den wir heute sprechen, oh, Kukume, ist mir bereits vor zwei Jahren schon aufgefallen. Aber so schnell er kam, so schnell ist er auch zum Glück wieder gegangen. Warum ist er also jetzt wieder in aller Munde? Ich kann euch sagen, warum. Denn eine Schauspielerin erschien auf den roten Teppich und sah einfach komplett anders aus. Was? Wait. Denn eine Schauspielerin erschien. Was? Die Frau auf ist den roten Teppich und sah einfach. Ist das? Hä? Warum hat sie so ein langes Gesicht? Und das sieht nicht. Das sieht echt nicht. Also, ich möchte jetzt hier nicht optisch immer überall urteilen, ne? Aber das ist kein Upgrade gewesen. Komplett anders aus. Bevor es aber mit diesem Thema losgeht, für alle, die mich noch nicht kennen, ich... Hä? Also geht's darum, dass die Kopfform plötzlich schmaler wird oder so länger wird? Oder was ist jetzt hier, warum macht man sowas? Ich bin Jasmin und ich beschäftige mich unter anderem mit der Schönheitsindustrie. Denn auch ich war einmal Opfer der Schönheitsindustrie und habe mein Gesicht nicht mehr so wahrgenommen, wie es eigentlich ist. Ich bin nur ein Opfer der Schönheit. Der Schönheitsindustrie ist nochmal was anderes, ne? Ich habe mich an Kleinigkeiten wirklich aufgehängt für Wochen. Habe sie als störend empfunden, wollte sie ändern und habe damit eigentlich alles nur schlimmer gemacht. Deswegen habe ich auch einige Videos hierzu produziert, wo ich die ganzen Sachen habe auflösen lassen. Und ich bin sehr froh, dass das alles Geschichte war. Und genau deswegen mache ich diese Videos, da ich euch aufklären möchte, euch zeigen möchte, was das Ganze für Langzeitfolgen mit sich bringt. Und vor allem, um euch auch die Komplikationen aufzuklären, die, glaube ich, gerne mal ausgeblendet werden bei diesen Themen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen und über ein Abo natürlich auch und folgt mir gern auf meinem Instagram-Account JasminGnu. Wie ich schon gesagt habe, geht es heute um Buckelfett Removal. Was ist Buckelfett Removal und wo kommt das eigentlich her? Ich glaube, einige von euch werden es vielleicht schon gesehen haben. Es geht darum, dass man sich das Fett aus den Backen nehmen lässt, um eine schöne Kontur zu bekommen. Das dachte sich auch Lea Michele aus der Serie Glee. Denn diese erschien auf den roten Teppich und sah einfach aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin bei ihr auch am Überlegen, ob sie nicht eventuell auch eine Injektion hier im Kieferbereich hatte, denn das sieht schon echt extrem. Was? Warum macht man sowas? Hey, das ist ja meilenweiter Unterschied. Warum? Extrem anders aus. Und sie hat sich schon wirklich sehr, sehr viel Backenfett entfernen lassen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das hier nichts mehr mit einer starken Gewichtsreduktion zu tun hat, sondern schon wirklich das Gesicht sehr, sehr stark verändert hat. Allerdings ist sie nicht die Einzige, die diese Prozedur hat durchführen lassen. Es gibt noch weitere Beispiele. Hallo, ist traurig. ADM1RAL_HipsterCheatX100. Im Namen der Zuschauer, ich hab's sehr, sehr stark. Ja, Admiral, es ist schön, dass du hier bist. Ich danke dir. Denn ich kann mich doch gut erinnern, dass viele damals unter bestimmten Bildern von Stars gegrübelt haben. Wow, wow. Ehrlich redet CheatX100. Geht's aber normalerweise los? Vertragen sich Afghanen mit Katzen, aber unsere nicht. Okay. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Hat die auf einmal diese ausgeprägten Wangenknochen her? Wie kann das sein, dass die auf einmal so eine schöne Kontur im Gesicht hat? Und da wir jetzt das Beispiel von Lea Michele gesehen haben und uns, glaube ich, allen bewusst ist, was sie gemacht hat, ist jetzt auch klar, was bei den anderen allen passiert ist. Und wie wir es kennen, auch bei einer Kim Kardashian mit ihrem Brazilian Buttlift wollen jetzt alle auf einmal dieses schöne, konturierte Gesicht haben. Trends kommen und gehen. Vor einem Jahr war noch ein üppiger Booty absolut im Trend, weswegen alle einen Brazilian Buttlift haben durchführen lassen. Jetzt sind wieder scheinbar kleinere Hintern im Trend und auch dieser Hairy in Cheek, also das sehr, sehr schlanke und skinny sein. Brustimplantate, große sind auch nicht mehr gefragt, jetzt sind es wieder kleine. Ey, ich finde die Trends heutzutage echt sehr, sehr weird. Gerne, also, naja, aber... Ich frage mich schon gar nicht mehr. Eigentlich ist es sinnlos, sich noch zu fragen, was es alles für eine Scheiße gibt oder was alles gehypt ist oder getrendet ist.
Trends kommen und gehen, am besten einfach so an sich vorbeilaufen lassen und seinen eigenen Stiefel machen, weil das ist einfach nur noch dumm. Brüste. Oder ich erinnere euch auch beispielsweise an die 90er, als die Augenbrauen noch so dünn waren. Dann wurden sie wieder dick und heute werden sie wieder dünner. Also ihr seht, Trends kommen und gehen und unser Körper ist nun mal kein Kleidungsstück, das man einfach mal wechseln kann. Denn unser Körper, wie ich immer so schön sage, hinterlässt auch Narben. Ich muss auch ehrlich sagen, Buckle Fat Removal sieht nicht bei jedem schlecht aus. Es gibt auch echt schöne Ergebnisse. Das Ganze kann nach 10 Jahren auch anders sehen. Dazu kommen wir aber auch gleich. Unser Backenfett oder Buckle-Fett befindet sich zwischen der Kieferpartie und unseren Wangenknochen. Wenn man das Buckle-Fett entfernt, wirkt das Gesicht einfach etwas strenger und kantiger. Das ist ja auch momentan sehr modisch. Ich meine, wir kennen sehr viele Models, die eben genau diesen Look haben. Außerdem wirken die Wangenknochen definierter. Ja, Admiral. Es gibt diese Operation sogar ambulant, also auch ohne Vollnarkose möglich. Wir gehen. Ja, wer macht denn das? Man legt sich doch nicht gern unter das Messer. Also manche Menschen, die haben da wahrscheinlich einen gewissen Fetisch entwickelt, sich unter das Messer zu legen. Aber das ist doch nicht schön. Man hat doch gar keinen Bock da drauf, sich unter das Messer zu legen. Vor allem auch noch freiwillig. Das ist ja nicht mal so, dass es eine notwendige OP ist. Das ist einfach, weil du Bock drauf hast. Also wieder von den Babyfaces weg zu den strengen... Also ich kann das... Wisst ihr, ich kann Schönheitsoperationen in der Hinsicht nachvollziehen, dass man sagt, ey, irgendetwas sehr Gravierendes wird schöner gemacht, weil man sonst vielleicht gemobbt wird oder ausgegrenzt wird, ne? Weil Leute sehr oberflächlich sind. Ich mag Moneten. Deftold, dankeschön. X200. Also, hallo, ist die Werbung nochmal? Ja klar, Deftold. Ich danke dir. Ich kann das nachvollziehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine extrem große Nase hat, für die er ja nichts kann. Und gerade im Kindesalter, im Jugendalter wird er gemobbt und so, dass man da schon frühzeitig sagt, ey, hier ändern wir irgendwas, keine Ahnung, dass es halt vielleicht besser wird. Weil, ja, Oberflächlichkeit leider auch heutzutage immer noch sehr traurig, Mobbing generell sehr traurig, aber bei Kindern, Jugendlichen, ja, kannst du denen 10-mal erzählen, dass es scheiße ist, aber es gibt immer irgendeinen Vollidioten, der da weitermacht. Deswegen, da kann ich Schönheits-OPs in der Hinsicht nachvollziehen. Dass man aber sowas macht, ist für mich nicht nachvollziehbar, sage ich ehrlich. Kantigen Gesichtern, das ist jetzt Trend, das wollen jetzt viele... Oder aber wegen irgendwelchen Trends, die zwischenzeitlich sind, ja, seinen Körper einfach zu schädigen, das checke ich nicht. Auch Babyfaces waren mal in und ich kann euch jetzt sagen, diese werden irgendwann auch wieder in werden. Und wenn dann wieder einige meinen, ihr eigenes Körperfett in die Wangen zurückinjizieren zu müssen, viel Spaß. Denn wenn ihr im Alter zunehmt, werdet ihr auch genau dort zunehmen, an den Backen. Das ist nämlich einigen Patienten passiert, die sich ihr Eigenfett ins Gesicht haben injizieren lassen. Wenn diese im Alter eben zunehmen, nehmen sie eben auch im Gesicht deutlich stärker zu. Krass, wenn man nach Buckle-Fett sucht und nach Schmerz und Eingriff, liest man sehr oft, dass es relativ schmerzfrei ist. Es geht ambulant. Buckle-Fett to go. Komm doch einfach in der Arbeitspause, lass es dir rausnehmen, geh danach direkt wieder zur Arbeit und wird eigentlich als sehr... unkompliziert dargestellt. Das Ganze kostet zwischen 2.000 und 5.000 Euro oder Dollar, je nachdem, ob man sich eben in eine Narkose setzen lassen möchte oder nicht. Klingt doch alles wunderbar. Aber da gibt es doch sicherlich auch einen Haken. Ja, den gibt es, denn wenn man Buckle Fat Removal eingibt, findet man auch sehr viele Ärzte, die sich mittlerweile von dieser Operation distanzieren. Und ich werde euch hier mal ein paar Beispiele nennen, warum das Ganze so ist. Dr. Dre Linkoff, den schaue ich sehr, sehr gerne, der hat offen darüber gesprochen, warum er Buckle Fat Dr. Gary Linkoff Removal nicht mehr anbietet und hat dazu 6 Gründe genannt, wieso er das Ganze nicht mehr machen möchte. And this video a lot of people have been asking me for and it's why I stopped doing buckle fat removal surgery. Er sagt in diesem Video auch, dass er nicht abstreitet, dass Ärzte es schaffen oder manche Ärzte es schaffen, ein tolles Ergebnis zu erzielen, aber das ist halt einfach von Patient zu Patient unterschiedlich. Den Grund Nummer 1, den er nennt, ist, dass viele diese Operation durchführen lassen in einer lokalen Operation. Es aber doch nicht so ganz schmerzfrei ist, wie sie sagen, und die meisten Patienten doch Schmerzen erleiden und es einfach eine sehr unangenehme Operation sein soll. Anders wie auf TikTok einem präsentiert wird, dass es super toll ist, sieht man auch immer mehr auf TikTok, wo Leute nach dieser Prozedur eben ein doch ordentlich angeschwollenes Gesicht haben. Also verstehe ich nicht ganz, dass diese Operation oder dieser Eingriff ja so easy sein soll. Das ist absolut nicht nachvollziehbar. Vor allem sind junge Frauen, die sowas machen und dann teils entstellt sind, ne?
und man am nächsten Tag wieder in der Lage ist zu arbeiten. Das ist man wahrscheinlich, aber man sieht halt definitiv so aus, als hätte man sich die Zähne ziehen lassen. Grund Nummer zwei für ihn ist, dass gerade dort, wo dieses Buckelfett liegt, wichtige Nerven und Blutgefäße liegen und man diese leicht verletzen kann. Und ich schätze seine Ehrlichkeit sehr, denn bei ihm ist Folgendes passiert. It was tough to find the buckle fat pad on one side for this one patient. So I dug, I kept digging very carefully and I was looking and you know, I knew I didn't cut any nerves, but there were times when she was in some discomfort and we ended up finding something that was likely the buccal fat pad. But then in the post-operative setting, really after a few days, she detected that there was a bit of difficulty elevating one side of her upper lip. Glücklicherweise konnte die Patientin nach 3 Monaten auch wieder ihr Gesicht normal bewegen, aber im Worst Case ist das... Es ist halt einfach so eine halbseitige Gesichtslähmung am Start oder so. Oder Teile des Gesichts einfach am Arsch. Das ist eben dann auch nicht mehr möglich. Grund Nummer 3 für ihn ist, dass man oftmals nicht das Ergebnis erzielt, was man möchte. Denn es kommen oft Patienten, die eben ein sehr fülliges Gesicht haben und dieses wirklich deutlich verschmälern lassen möchten. Und die Fettpads, die man bei Buckelfett eben entfernt, nur hier liegen und nicht oben. Und es auch sein kann, dass man zu viel von dem Fett entfernt und anschließend hat man hier ein richtiges Loch. Das will man natürlich auch nicht. Grund Nummer 4 ist, dass jeder Patient anders ist und man nicht bei jedem Patienten auch die Fettpölsterchen sofort findet. Das ist ja auch genau das. Bei der einen Person sieht das Ergebnis toll aus und bei der anderen eben nicht. Schaut ihr auf TikTok, seht ihr unfassbar viele Buckelfett-Removals, wo ich persönlich überhaupt keinen Unterschied erkenne. Mir denke, hätte ich gar nicht gemacht. Traurig, ne? Eigentlich super traurig. Ich muss euch mal was zeigen, weil Mali sonst ja nicht im Stream ist. Also fast nie im Stream ist, aber ich zeig's euch jetzt mal. Damit ihr mal seht, was sie gerade macht. Ich hoffe mal, man kann es jetzt erkennen. Das ist ja eine schöne Sache. So. Sie chillt auf meinem PC. Sie chillt auf meinem PC. Guckt euch diese süße Mali an, ey. Ah, ja, die legt sich gerne auf den PC, weil ich weiß nicht, ob es da ein bisschen wärmer ist. Auch wenn ich Videos mache, legt sie sich da gerne oben hin. Und chillt da. Ja, das finde ich sehr, sehr niedlich, muss ich ehrlich sagen. Also, das aber sonst eigentlich, wenn ich streame oder so, weil ich halt rede, ist es ihr zu laut und dann geht sie halt einfach. Und dann setzt sie sich vor die Tür und heult darum, bis ich die Tür wieder aufmache. Ja, deswegen bin ich überrascht, dass sie jetzt sich da hingelegt hat. Es ist doch zuckersüß, Mensch. Ich muss aber auch sagen, es gibt auch Beispiele, wo ich sage, ja, ich verstehe es, ist warum man das machen lassen wollte. Ja, sie ist heute 3-mal auf den Power-Knopf gekommen, weil mein An-Knopf ist oben drauf. Ich habe jetzt dort so einen Deckel drüber gemacht. Sie ist 3-mal heute auf den Powerknopf gekommen. Einmal konnte ich es abbrechen noch, dass der PC runterfährt. Und 2-mal hat sie den PC runtergefahren. Boah, ey, das hat mich, also da dachte ich auch so, Alter. Deswegen, immer bevor sie auf den PC springt, direkt abspeichern. Egal was du machst, alles abspeichern, habe ich auch direkt gemacht. Boah, hat er geswettet schon. Das Ergebnis ist schön, aber das sind wirklich nur die wenigsten Fälle. Grund Nummer 5 und für mich einer der wichtigsten Punkte, er spricht hier 100%. Über die Langzeitfolgen. Denn wie schon gesagt, verlieren wir im Alter auch unser Fett im Gesicht. Und wenn man beispielsweise sich das Buckelfett entfernen lässt, das eigentlich im Alter unser Gesicht stützt, kann das Ganze wie folgt aussehen. Let me highlight an exception here. So if you look at Ruth Bader Ginsburg, some pictures of her later in life, you'll see that there is some prominence in this. Okay, warte, ihr seht das hier? Ja, man erkennt das auch bei dieser Frau hier, ne? Buccal fat pad area. So this is called pseudo herniation due to buccal fat pad fascia weakening. The fascia is what keeps the fat inside of this pad, and you can get some weakening of that fascia, and you can get this pseudo herniation where it looks like it's almost sagging down, and it's the actual buccal fat pad. Und der 6. Grund, den ich auch sehr schön finde, er hat sich mit plastischen Chirurgen auseinandergesetzt, die bereits seit 30, 40 Jahren operieren, und einige von diesen bieten diese Operation auch nicht mehr an und er hat sie einfach mal gefragt, warum nicht. Sind natürlich ähnliche Gründe, wie er genannt hat. Man kann nie sagen, wie sich das Gesicht im Alter entwickelt, wie viel Fett man abbaut, ob man Nerven verletzt oder ob es im Endeffekt vielleicht sogar zu viel Fett ist, was man entfernt und das Gesicht dann einfach gar nicht mehr harmoniert. Auf jeden Fall genug Gründe, weswegen auch viele Ärzte diese Operation einfach gar nicht mehr anbieten. Mein Fazit zu dem Ganzen ist,
Hört auf, jedem Trend hinterherzurennen. Vor allem, wenn wir nicht von Trends sprechen, wie beispielsweise ein Schminktrend oder ein Haartrend, Dinge, die man verändern kann, sondern die wirklich unter die Haut gehen. Was wir nämlich auch nicht vergessen dürfen, ist nicht nur, dass die Kosmetik und die Schönheitsindustrie, wie wir sie kennen, uns Komplexe einreden möchte. Es werden auch teilweise seltsame Trends im Bereich der Schönheitsoperation geschaffen, die uns immer mehr Komplexe einreden. Was, du hast ein Erdbeerkind? Deine Grübchen, die sollten wir unterspritzen. Das ist viel zu süß, das passt nicht in dein Gesicht. Weißt du was? Heroin Chic ist hier. Was, ein Erdbeerkind? Erdbeerkind. Was ist denn ein Erdbeerkind, Leute? Wisst ihr, was das sein soll? Weiß jemand, was ein Erdbeerkind ist? Du hast ein Erdbeerkind einfach. Ach, ein Erdbeerkind! Ach, ein Erdbeerkind! Ich weiß nicht, ich google hier gerade Erdbeerkind. Was ist denn ein Erdbeerkind? Erdbeerkind. Das... Erdbeerkind, hallo, ist doch, nee, es tut mir leid, ich weiß es doch nicht. Das sogenannte Erdbeerkind, auch Pflastersteinkind genannt, ein Pflastersteinkind, wer nennt denn das? Kennt man typischerweise von trotzigen Kindern, die beim Weinen ihren Mund zusammenpressen und dadurch eine unebene Fläche am Kinn erzeugen. Ah, dieser Effekt kann auch bei Erwachsenen auftreten, ohne dass die Kinnmuskeln aktiv konnte. Das ist ein Erdbeerkind. Ja, und was ist jetzt so schlimm an einem Erdbeerkinn? Weil das uneben ist, oder wie? Und es muss alles eben sein. Okay. Jetzt im Trend. Ich verstehe den Trend. Zu 100%. Ich verstehe eigentlich gar nichts. Du brauchst unbedingt eingefallene Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch im Bereich der Schönheitsoperation immer mehr Dinge gesucht werden, die Ärzte als ihren Signature-Move eintragen können und sich überlegen, was könnte ich für eine Operation schaffen, die jeden... Stell dir mal vor, du hast ein Erdbeerkind mit einem Erdbeerkinn. Da bist du ja doppelt gemoppelt. Ach du Scheiße. Das ist natürlich unangenehm. Mali ist ja auch schon ganz Ohr. Alles gut. Da will, wo ich... Kannst schön schlafen. Ich der Beste Guck mich bin, dabei an hier. Irgendeinen neuen Trend schaffen, wie beispielsweise auf einmal war es ja nur Lippenunterspritzung, dann kamen ja die Russian Lips, also die russischen Lippen, dann kam Buckle Fat Removal, dann kam auf einmal dieser Cat Eye Look, also was kommt als nächstes? Ich check's nicht, ne? Also ich habe von keinem Trend hier mitbekommen, Gott sei Dank. Ihr merkt also, es werden... Weil ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe, ne? Irgendwie mich da zu spritzen. Werden weiterhin Trends kommen, die Menschen erfunden haben, um uns zu sagen, das ist schön. Und ich finde es irgendwie schade, dass man sich so immer versucht, in das aktuelle Schönheitsideal reinzuquetschen. Das macht einen doch irgendwann müde. Da hat also irgendjemand gesagt, das ist jetzt der absolute Schönheitstrend, macht das jetzt alle nach. Und ich sage euch ja immer, nur weil es bei einer Person gut aussieht, heißt es noch lang nicht, dass es bei euch auch gut aussehen wird. Ich weiß, manche Menschen haben tolle Face-Features, aber vielleicht macht ihr eure Face-Features kaputt, indem ihr versucht, die Face-Features, die euch gefallen, von anderen Menschen euch anzueignen. Ihr könnt, wie gesagt, mit eurem Gesicht und eurem Körper machen, was ihr wollt, aber bitte Bitte haltet trotzdem die Fresse, wenn ihr das macht. Informiert euch immer über die Risiken, die Nebenwirkungen und die Langzeitfolgen. Und vor allem auch, ob man es rückgängig machen kann. Und ich kann euch eigentlich sagen, man kann fast keinen Eingriff komplett rückgängig machen. Auch die ganze Hyaluronsäure-Kacke in meinem Gesicht werde ich nie zu 100% rückgängig machen können. Ich schaue manchmal Bilder von früher an, denke mir, wie schade, warum habe ich nur? Ich sage ja auch nichts dagegen, wenn man ein bisschen das Alter zurückschrauben möchte und sagen möchte, ich möchte nicht so schnell Falten bekommen oder sonstiges. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich weiß auch, dass wir Frauen einen ganz anderen Druck unterliegen in der Schönheitsindustrie und im Auge und generell im Thema Schönheit als Männer. Männer werden im Alter wie George Clooney als sexy empfunden und hot. Ich glaube, das Allerschönste, was ihr für euch machen könnt, ist, gewisse Dinge an euch einfach zu akzeptieren und lieben zu lernen, als anstatt auch immer alles, was man vielleicht irgendwie geerbt hat, ändern zu wollen. Und ich finde es auch besonders schwierig, wenn Leute mir immer sagen, aber du siehst doch toll aus. Natürlich kannst du das einfach sagen und du hast ja keine Probleme. Das ist super nett von euch und Schönheit liegt ja auch im Auge des Betrachters. Aber ihr seht ja, dass dieser Schönheitstrend und diese Anfälligkeit dafür betrifft jeden. Ich kenne die für mich absoluten Topmodels, die auch Komplexe haben und mir
Dinge erzählen, die sie an ihrem Gesicht... Hallo, das ist halt echt kacke, ne? Der Destolchiert X100, Olli, hast du mittlerweile akzeptiert, dass du bartlos bist? Ach, hör auf mit dem Trauma. Hör auf mit dem Trauma. Ich hatte jetzt, als ich vom Urlaub wieder zurückkam, also wir waren ja 4 Tage Urlaub, fast schon eher in der Ausfahrt, wir waren ja 4 Tage unterwegs gewesen in, an der Ostsee. Da bin ich krank geworden und dann hatte ich jetzt bis vorgestern, hatte ich mich nicht rasiert gehabt, weil ich ja krank war und ich keinen Bock hatte, mich ans Bad zu stellen, mich da fertig zu machen. Wirklich? Überall Bart? Also hier bekomme ich Bart, ne? Dann bekomme ich hier Bart, aber hier einfach nicht. Wollte mich eigentlich komplett verarschen und Kind auch nicht wirklich. Ne? Also ich bin gesegnet an den Stellen, ja, wo, wenn dann Bart wachsen sollte, bin ich gesegnet, dass da kein Bart wächst. Und deswegen muss ich mir immer diese Mühe machen, jeden zweiten Tag oder fast schon jeden Tag mir die Scheiße wegzurasieren. Und das ist äußerst traurig. Wie wär's mit einer Bart? Ich mache da noch eine Barttransplantation. Hier habe ich halt kein Bart fertig. Schon sehr leid tun. Ja, natürlich kann ich mir selbst leid tun. Das ist äußerst traurig, Deftol. Danke, dass du nochmal die Wunden nochmal aufmachst und da Salz reinstreust oder so. Dann sehen, die nicht da sind. Und es macht mich verrückt. Es macht mich traurig und verrückt, weil man eben jeden Tag... Mein Pflaumen, den kann ich eigentlich auch so einfach rausziehen. Instagram zu viel Stunden abhängt und einfach nur total verblendet ist und nicht mehr sieht, was eigentlich menschlich ist. Deswegen manchmal vielleicht einfach die Apps schließen, rausgehen, normale Menschen anschauen. Genauso wie, wenn es Schwimmbadzeit ist, geht raus, geht in Freibäder, schaut euch Menschen an, wie sie aussehen. Und ich kann euch eins sagen, es wird euch besser gehen. Denn wir sind alle schön, so wie wir sind und wir sind keine Plastikpuppen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas helfen und euch wachrütteln. Ja, aber nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich bin eh das Schönheitsideal. Von daher, ihr könnt natürlich nur aussehen. Nochmal ein bisschen pushen muss ich mich natürlich auch hier in solchen Streams. Ne? Das ist auch wichtig. Weil ihr könnt nichts machen. Wenn ihr jetzt irgendwas gegen mich sagt, dann banne ich euch halt einfach weg. Ja, einfach nur +1 jetzt hier im Chat. Wie gesagt, rennt bitte nicht jedem Trend hinterher. Ihr werdet es irgendwann bereuen. Sei es auch das erst stimmt. In 10 Jahren, Leute. Macht euch einfach Gedanken auch über die Zukunft. Wir werden ja zum Glück heute nicht wie damals im Mittelalter nur 30, sondern auch älter. Und wir werden die Langzeitfolgen spüren und sehen und werden uns dann denken, warum habe ich nur so wie ich damals vor 10 Jahren mir mittlerweile auch denken, wieso war ich so blöd? Hätte mir damals jemand gesagt vor 10 Jahren, hey Mädel, in 10 Jahren kann das ganze Zeug in deinem Gesicht verrutschen und du kannst komische Dellen beim Lachen bekommen, hätte ich gesagt, okay, dann lasse ich das. Aber mir wurde eben auch immer eingeredet, das löst sich auf, da passiert nichts. Ja, schön wär's. Jedenfalls hoffe ich, dass ich euch mit dem Video helfe. Alter, Sand zum Diego. Nutzt hier den Sound Alert. Bro, dankeschön für die 750 Spitze. Hat gerade den Sound Alert, der nicht mehr existiert übrigens. Den habe ich ausgemacht, diesen Sound Alert. Aber es zeigt es trotzdem an, wenn jemand diese Funktion nutzt, weil ich kann das auf dem Handy nicht ausstellen. Das tut mir wirklich an der Stelle leid. Danke für 750 Spitze. Er denkt halt einfach, er kann den John Cena hier machen, ne? Helfen das ist ein konnte, Schwein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr noch weitere seltsame Schönheitstrends entdeckt, die sich gerade entwickeln, über die ich sprechen soll? Und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne Daumen nach oben, Daumen und Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und folgt mir gerne auf Jasmin Gnu. Ich freue mich auf ihr nächstes Video. Oder übernächstes Video, je nachdem. Da bin ich wahrscheinlich mit am Start. Da, liebe Freunde, da könnt ihr noch ein bisschen was lernen. Das ist eher ein trauriges Video. Wirklich, das ist eher ein bedenkliches Video. Aber gutes Video hier, ne? Und ja, wir sind alle total bescheuert. Das steht außer Frage.